Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ole, ole, ole. Willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Siegersein, einem deutschen, ja, Fußballfilm, Fragezeichen, der am 11. April in den deutschen Kinos kommt. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite an der, ja, bist du Mittelfeld, bist du Sturm und bist du Verteidigung, Lieder? Welche Position liegt der mehr? Ja, ich bin definitiv im Angriff. Okay, das dachte ich mir. Dann ziehe ich mich zurück in die Verteidigung und freue mich jetzt mit dir über Siegersein zu sprechen. Einem Film von Regisseurin und Drehbuchautorin Soline Youssef. Und du hast ihn auf der Berlinale gesehen, ne? Ganz genau. Ich habe ihn nicht auf der Berlinale gesehen, weil, ja, die lassen mich nicht rein. Die sagen immer, eine vom Teleshoptisch reicht. Schade, aber trotzdem konnte ich Siegersein auch sehen. Ob uns der Film gefallen hat, das werden wir jetzt gleich ausklamüsern. Bevor wir das tun, Lida, nicht die obligatorische Frage. Siegersein, worum geht's? Es geht um die 11-jährige Mona, die mit ihrer kurdischen Familie aus Syrien geflohen ist, jetzt in Berlin-Wedding zur Schule geht und sich einordnen muss in eine sogenannte mehr oder weniger Problemschule, wo es sehr rau zugeht und der Anteil von Kindern mit migrantischem Hintergrund ganze 90% betrifft. Das fällt ihr erstmal nicht so leicht, aber da sie schon in ihrer Heimat eine ziemlich gute Fußballkickerin war, kommt sie über die Fußballmannschaft dann doch besser mit Freundinnen und Freunden in Kontakt. Aber nicht nur gibt es da eine Konkurrenz zur Jungsmannschaft der Schule, bei einem Turnier, wo man jede Menge neues Equipment gewinnen soll, sondern auch mit ihrer anfänglichen Erzfeindin Jasmin. Ob sich dann Mona den Weg freikicken kann zu einem besseren Start in ihrem neuen Leben oder nicht, das bleibt abzuwarten. Der Film ist schwierig. Für mich war er schwierig, denn ich habe mich gefragt, was soll das? Also, wie soll ich sagen? Es ist ein Kinderfilm. Also jetzt Kinderfilm, jetzt wie gesagt, in Anführungszeichen. Aber warum geht der 2 Stunden? Dieser Film fühlt sich halt auch doppelt so lang an. Und ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber ich glaube, wenn ich im Kino gesessen hätte, wäre ich das eine oder andere Mal fast eingeschlummert. Nun, wie müde man bei der Berlinale ist, hat nicht immer zwangsweise was mit dem Film zu tun. Generell befindet man sich ja dann in einer Art Trance-Zustand nach Wochen mit nur minimalem Schlaf. Aber auch ich hatte meine Probleme mit diesem Film, die nicht unbedingt an die Länge geknüpft waren, sondern mehr damit, was dieser Film über das deutsche Schulsystem sagt und wie er uns darstellt, dass sich die Probleme geflüchteter Menschen lösen ließen oder woran die Probleme geflüchteter Menschen angeblich lägen. Und natürlich hat der Film auch ganz konkrete inszenatorische Probleme, die man vielleicht am Anfang am einfachsten schnell zusammenfassen kann. Nämlich, dass man hier ganz deutlich sieht, dass das im Studio entstanden ist und dass das gesamte Filmteam vermutlich niemals aus Berlin rausgekommen ist und das so weit geht, dass wir im Hintergrund die Kulissenteile sehen und dann Fenster verhangen sind, damit man nicht in einem aufgebauten Wohnzimmer, das angeblich irgendwo in Syrien ist, durchs Fenster gucken kann und dann sieht, dass da irgendwo draußen eine Kamera ist oder dergleichen. Also da wurde bisweilen mit einer solchen, ja, Nachlässigkeit vorgegangen, dass man glaubt, man ist hier in einem Vorabendfilm auf RTL+. Ja, also das stimmt wirklich, dass der Film sieht nicht nach Kinofilm aus. Der wirkt wirklich, finde ich, wie eine, ja, TV-Produktion. Ich weiß auch gerade nicht, ob die Soline Youssef davor schon irgendwas inszeniert hat. Weißt du da mehr? Meines Wissens hatte sie hier schon einige Filme, aber das ist ihr Kinodebüt. Sie hatte aber auf jeden Fall schon Langfilme und eine Reihe Kurzfilme, die, soweit ich weiß, aber nur kleinere Festivalstarts hatten oder im Fernsehen liefen. Serienarbeit hat sie auch einiges gemacht, aber das hier war jetzt ihre erste wirklich große Kinoproduktion.
Ja, und danach sieht es halt nicht aus, wie ich finde. Ich muss dem Film aber jetzt mal was Positives sagen. Ich mochte diese Idee. Also der Film wird ja direkt von Mona, der Hauptfigur, erzählt. Und sie redet mit uns halt Deutsch. Und sie sagt dann zu Beginn auch, ja, aber eigentlich kann ich kein Deutsch. Und dann wird gezeigt, wie es in Anführungszeichen in Wahrheit aussieht. Ich fand, das war ein ganz interessanter Kniff. Ansonsten, also du hast schon gesagt, was der Film über das deutsche Schulsystem so alles falsch sagt. Ich habe davon keine Ahnung. Ich bin jetzt mehr als nur 2 Jahre schon aus diesem System raus. Aber es gibt halt diesen einen Lehrer, der gespielt wird von Andreas Döhler. Und das ist so dieser obligatorische Kumpel-Lehrer-Typ. So einer, den auch hier Jürgen Vogel in dieser Neuverfilmung von Die Welle gespielt hat. Und ich weiß nicht warum, aber ich komme mit dieser Art der Lehrer in Filmen einfach nicht klar. Ich finde die einfach, die sind mir einfach viel zu penetrant auf Kumpeltyp und verständnisvoll. Und der Einzige, der es richtig macht, getrimmt. Ich fand das sehr unangenehm als hilfreich. Ja, er hat schon diesen Spitznamen Che, der natürlich von Che Guevara oder, wie das der Lehrer selbst erklärt, seinem Namen Schepowski abgeleitet ist. Und das soll uns dann auch vermitteln, was für ein Typ das ist. Einer, der sich knallhart für seine Kids einsetzt. Einer, der immer ein offenes Ohr hat, der versteht, cool ist, lässig, alternative Lehrmethoden anfängt. Und das ist einfach mal so eine komplett idealisierte Fantasiefigur, die nicht nur unglaubwürdig und irrealistisch ist, sondern auch symptomatisch dafür, wie der Film das gesamte deutsche Schulsystem einfach nur idealisiert. Im Prinzip ist das keine Story, die sich wirklich mit Flucht oder geflüchteten Kindern auseinandersetzt oder auch nur der Integration von jemandem in eine neue Klasse. Es ist ja völlig egal, ob man jetzt aus einer ganz gewöhnlichen Schule in irgendwo Nordrhein-Westfalen kommt und sich dann in Wedding integrieren muss oder von ganz weit her. Nicht mal auf diesem ganz simplen Level, wo man sagen würde, wir klammern all diese politischen und globalen Hintergründe aus und sehen nur ein Mädchen, das sich in eine neue Gemeinschaft integrieren muss. Nicht mal da funktioniert der Film und das will er auch gar nicht. Der Film ist ein Film, der das deutsche Schulsystem idealisieren soll und sich darauf ganz genau fokussiert und tatsächlich erreicht er dieses Ziel, indem er sehr glaubwürdig und durchaus subtil an einigen Stellen und gerade wenn man sich bedenkt, dass das ein Film ist, der sich an ein Kinderpublikum richtet, auf negative Weise geschickt das deutsche Schulsystem idealisiert. Und wie ihr vermutlich wisst, hat unser Schulsystem, weil es so massiv klassistisch ist, sogar eine EU-Rüge bekommen, eine UN-Rüge bekommen. Und das dann schön zu reden. Ja, ich, wie gesagt, ich bin in der Thematik nicht drin. Ich kann halt nur sagen, welche Gefühle ich hatte, während ich den Film geguckt habe. Und das war halt größtenteils einfach so eine Art von, ja, so hart es klingt, aber es ist mir alles vollkommen egal, was da passiert. Also der Film ist meines Erachtens nicht sonderlich gut erzählt. Ich finde, die Darsteller sind allesamt okay. Aber da ist nichts dran, was mich begeistern konnte. Und das liegt nicht nur daran, weil mir Fußball echt vollkommen egal ist. Es war so eine Mischung aus didaktischer Pädagogik, die da vorangetrieben wird, dann natürlich auch Flüchtlingsdrama oder Immigrationsdrama und halt obligatorischer Sportfilm. Und das halt so ausgewalzt auf 2 Stunden. Und ich hab schon viele Kinderfilme gesehen. Und es gibt die Art von Kinderfilmen, die ich auch als Erwachsener gutieren kann. Es gibt die Art von Kinderfilmen, wo ich mir sage, okay, ich bin nicht das Zielpublikum, aber bei Sieger sein, ganz ehrlich, ich glaube, den hätte ich mit 10 Jahren auch schon echt nicht so geil gefunden, weil der wirklich so ein bisschen wirkt, wie dass mir Erwachsene erzählen wollen, was gut und was schlecht für mich ist. Ganz genau. Und ein weiteres Problem dieses Films ist eben auch, dass wir die eigentlichen Probleme geflüchteter Menschen, zum Beispiel erstmal dieses große Bangen darum, wird man denn angenommen? Und wenn man vorübergehend angenommen wird, wie lange darf man bleiben, überhaupt nicht sehen. Die flüchten und zack, bumm, sind sie in Deutschland, Berlin, arbeiten an ihren Sprachkenntnissen, die auch dank Förderkursen und so weiter schon wunderbar fortgeschritten sind, haben alle Ausbildungs- oder Schulplätze und die Mutter eine neue Arbeit und man denkt sich, nein, ist ja alles super. Und eine schöne große Wohnung haben sie auch, also wo ich dachte, na, das wäre ja toll, ne, wenn alle Flüchtlinge so super untergebracht wären. Also da ist überhaupt gar kein Problem auf dieser sozialen und ökonomischen Ebene oder der bürokratischen Ebene da. Auch gar keine Angst, gar kein Druck. Und
Wir hören in dem Film wirklich, es ist buchstäblich so gesagt, ihr gebt uns viele Chancen, wir müssen sie nur annehmen. Und das ist genau diese verlogene Message, die dieser Film auf vielen Ebenen, aber besonders eben der schulischen, vermittelt. Man hätte ja so viele Chancen, egal ob es geflüchtete Menschen sind, die hierher kommen oder ob es Kinder aus benachteiligten Familien sind. Aber wenn sich die Kids alle selber das Leben schwer machen und aus irgendwie kindlicher Dummheit alles verbauen und die Chancen verweigern, ja, dann kann das System und der liebste Lehrer auf der ganzen Welt irgendwann auch nichts mehr tun. Und dann auch solche Sachen wie zum Beispiel die schlechte Ausstattung vieler Schulen, gerade der Schulen, die in sogenannten Problembezirken sind oder einen hohen migrantischen Anteil haben, die ja oft am ganz untersten Ende der Gelderliste sind, wenn mal irgendwie Schulen ein bisschen Geld vom Staat bekommen. Da kommt dann sofort so ein großer Sponsor an und sagt, oh, tralala, hier ist ein tolles Fußballfestival und wer gewinnt, der kriegt alles neu von uns, als ob das so wäre. Und das reale Problem, was ja dann dadurch eigentlich immer noch bestehen würde, nämlich warum gibt es hier überhaupt einen Mangel an Geräten? Warum ist nicht generell genug Geld da? Das wird auch nicht angegangen. Also zutiefst problematisch. Und nicht nur das, auch in der Darstellung queerer Menschen ist der Film ja einfach nur auf jeder Ebene macht er alles falsch, was man falsch machen kann. Also wir haben da einen Token-Character, der auch immer nur so quasi in den Bildschirm marschiert, so hallo, hier bin ich, der Token-Character. Und dann durch die typischen Klischees, oh, ich habe jetzt blaue Haare, ja, klar, wie alle queere Menschen dargestellt wird. Und dann irgendwie noch einem beibringen soll, dass man bestimmte Schimpfworte homophober Natur nicht sagt. Das ist einfach nur peinlich. Kurze Frage für mich zur Aufklärung. Was ist ein Token-Charakter? Token-Charakter kennen manche vielleicht aus South Park von dem Charakter, der dort Token hieß. Ja. Als kleinen Scherz ein Charakter, der nur da ist, um eine bestimmte Gruppe zu vertreten. Also das klassische früher viele Filme, wo man Ensemble hatte oder ein Team von Leuten. Dann gibt es die Frau. Und ihr Charakter ist, ich bin die Frau im Team und dann gibt es den Schwarzen und sein Charakter ist, ich bin hier der Schwarze im Team, ich sterbe als Erster. Okay, also sowas wie auch der lustige Dicke oder so. Das ist dann mehr ein Klischee, weil der lustige Dicke nicht zwangsläufig da ist, um dicke Menschen zu repräsentieren. Beim Token-Charakter geht es ganz genau darum, eine Gruppe darzustellen, aber dies geschieht nicht durch eine gleichberechtigte, ausgefeilte Figur, die von Anfang an in der Handlung präsent war und da eine essentielle Funktion hat, sondern durch eine Figur, die offenbar nur kreiert wurde, weil irgendwer im Produktionsraum gesagt hat, Moment mal, dass hier alles nur weiße Männer sind, das geht nicht, das wirkt ja so rückständig, das können wir heute nicht mehr machen. Wir brauchen also jetzt mindestens eine Frau im Team, da kann auch nachher jemand gerettet werden und wir brauchen einen Farbigen. Siehst du mal, ich dachte immer, dass Token aus South Park einfach Token heißt. Bei mir war's gelernt. Er heißt einfach Token, aber er heißt natürlich Token, um darauf anzuspielen. Ja, diesmal wusste ich noch nicht. Okay, dankeschön. Ja, du, ich will ehrlich sein, ich habe zu diesem Film nichts mehr zu sagen, weil der mir halt ehrlich gesagt auch ziemlich Wumpe ist, weil der bei mir nichts wirklich ausgelöst hat, außer dass ich ihn halt echt ziemlich schnarchig fand. Also, wenn du nichts mehr hast, können wir gerne zum Fazit kommen. Wenn du noch was hast, dann bitte, dann lass los. Du bist eben Sturm. Ich habe schon alles Wesentliche gesagt und kann somit auch direkt zum Fazit oder der Benotung übergehen. Gut, dann bitte, du bist vorne. Und dann, der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. Du kannst ihn jetzt verwandeln. Ja, Strafschuss oder durchgefallen, wie auch immer man es ausdrücken möchte, aber dieser Film vermittelt weder glaubhaft die Problematik geflüchteter Kinder in einer neuen Umgebung, noch hat er irgendwie eine realistische Perspektive auf soziale Probleme und am allerschlimmsten ist wirklich, wie dieser Film die massive klassistische Diskriminierung und auch Diskriminierung auf anderen Ebenen, auch ableistische und bestimmt rassistische Diskriminierung an deutschen Schulen einfach mal schön redet, wie er Lehrer idealisiert, wie er die massiven Geldprobleme und die nachlässige und nicht kaum vorhandene Förderung von Schulen und der nächsten Generation einfach mal alles wegfegt und so tut, als ob es da wunderbar wäre und da eine Message sendet, als ob
die Schule wirklich alles für ihre Kids tun würde mit tollen Lehrern. Da kommt es mir einfach nur hoch. Wie gesagt, deutsches Schulsystem, Bildungspolitik, sogar von Menschenrechtsinspektoren der UN verdammt worden, nicht nur von mir. Das ist unverzeihlich. Auch der Film ansonsten nicht gut gespielt, nicht gut inszeniert. Es ist einfach billig gemacht und mittelmäßig dargestellt von den jungen Darstellenden. Man möchte ja immer irgendwas Gutes sagen, aber manchmal kann man es nicht. Und so wirkt das Ganze einfach nur wie eine anstrengende Pädagogiklektion für eine Generation, die es hoffentlich durchschaut. Ja, mein Fazit, also anstrengende Pädagogiklektion trifft es ziemlich genau auf den Punkt. So kann man den Film, glaube ich, in aller Knappheit beschreiben und dementsprechend ich fand den auch nicht gut. Und damit sind wir hier durch. Damit haben wir unser Fußballspiel beendet und man hat, glaube ich, kaum gemerkt, dass weder Lieder noch ich groß im Fußball bewandert sind. Lassen wir es dabei und kommen schnell zum Schluss, Pfiff. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite. www.lieder.de. Genau. Kommt auch bald. Okay. Ja, Lieder, oder wie sie auch gern genannt wird, die Messi der idealistischen Filmkritik. Und ich bin einfach nur Stu. Ich sage Tschüss und Lieder, dir gebührt das letzte Wort. Jo, Abpfiff, Leute. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.